Fußball 2000. Eintracht Frankfurt spielt 0:0 gegen Union Berlin. Und jetzt haben wir beide wieder die schwierige Aufgabe, das einzuordnen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich das mittlerweile nicht mehr kann. Weil es gibt wieder für beide Seiten Argumente. Hadi, welche Argumente hast du momentan auf der Pipeline? Ich habe tatsächlich auch gedacht, dass ich das auch nicht kann. Aber als der Schiri abgepfiffen hat und ich auf dem Weg hierher war, ist es halt ein absolutes 0-0-Spiel gewesen. Wir hatten Glück, dass wir in der ersten Halbzeit tatsächlich auch nicht zurückgelegen haben. Und es gab so einen Moment in der zweiten Halbzeit, dass so ein bisschen Euphorie aufkam, dass vielleicht jetzt gleich passiert. Dann gab es die zwei Möglichkeiten durch Ekitike. Die eine hat die Mamouche weggenommen, so wie ich das gesehen habe. Und es war ein 0-0-Spiel. Nichtsdestotrotz haben wir das Spiel gemacht. Und ja, es ist so anstrengend. Also, gehen wir mal von vorne ran. Ich fand, die Eintracht hat viel Kontrolle gehabt. So, du hast es erwähnt in der ersten Halbzeit. Das war kontrolliert, aber das war es in der ersten Halbzeit auch schon. Weil, wenn ich mir die Pressekonferenz jedes Mal anhöre und mir erzählt wird, wir hatten jetzt 2 Wochen Pause, wir sind motiviert, wir wollen jetzt in den Saisonendspurt gehen, wir werden von Anfang an da sein, wir werden kämpfen, wir werden. Aber es war nichts. Und in der ersten Halbzeit hast du es halt nicht gemacht. Und das ist halt im Endeffekt wieder so ein Kommunikationsfaktor, der einen frustriert zurücklässt, weil du denkst, ja wann denn? Dann kommen mal so 5 Minuten, die so aufflackern, wo du das Gefühl hast, da könnte was gehen, wenn so ein bisschen mehr Drive reinkommt, aber es bleibt dann halt bei einem Könnte. Und dann war die erste Halbzeit abgeschlossen. Du hast gesagt, vom Gefühl her kannst du sagen, man hat die Kontrolle gehabt, aber man kann sich trotzdem nicht beschweren, wenn man da zurückliegt sogar, wenn du ein bisschen mehr Pech hast. Und vielleicht sogar mit einem Mann weniger. Weil Nkunku war stark gelb-rot gefährdet. Und da hast du halt einfach brutales Glück gehabt in der ersten Halbzeit. Obwohl du die Spielkontrolle hattest, du hattest gefühlt 80% Ballbesitz, aber wenn Union vor deinem Tor aufgetaucht ist, hatten sie 200% die Chance. Da darfst du dich nicht beschweren, ganz einfach. Der Wechsel in der 65. mit Ekitike oder in der 70. verstehe ich tatsächlich wirklich nicht, weil ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht. Nichtsdestotrotz war es mit dem 0-0-Spiel. So, die zweite Halbzeit, du bist schon reingegangen. Am Ende kam Baoya noch rein, der hat so ein bisschen für Schwung gesorgt. Und in der zweiten Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, hat ein Spiel stattgefunden, was okay so ist. Da kannst du sagen, okay, da zählen mal diese hätte, wenn und abers, wenn der Ball reinfällt. Weil manchmal ist es halt so. In der zweiten Halbzeit fand ich es absolut okay. Aber es bleibt halt dabei. Du gewinnst dieses Heimspiel nicht, was du vorher selber ein bisschen aufgeladen hast. Man bleibt ein bisschen frustriert zurück, ohne dass man große Vorwürfe machen kann. Weil ich sag hier die Wahrheit, mich nervt diese Saison. Mich nervt diese ganze Saison, weil sie so ein bisschen was Unvollendetes hat. Du so ein bisschen das Gefühl hast, ja, jetzt wird mir gleich wieder erzählt, Union war eine harte Nuss, das war ein unbequemer Gegner. Und wahrscheinlich stimmen die ganzen Sachen auch. Aber mich nervt es, dass du diese Zuversicht nicht zu 100% auf diesem Platz siehst und denkst, yo, dann geht der eine Ball halt nicht rein, da muss ich halt noch mehr tun. Da muss ich noch mehr Action haben. Und ich sag dir, was ein Kernproblem bleibt, dass wir halt vorne nicht diese Durchschlagskraft haben, weil wenn Ekitike rausgeht, weil er wahrscheinlich nicht mehr kann, dann kannst du niemanden mehr bringen. Dann wird mir erzählt, ja, Kalajdzic ist verletzt. Was ist denn mit Nacho Ferri zum Beispiel? Was ist denn mit dieser Sturmplanung, dass wir einfach auch keinen Kantenstürmer haben, der dir einfach mal so ein Wichsspiel entscheidet? Es nervt einfach, Leute. Weil nochmal, es ist alles kein Drama. Die Eintracht befindet sich im Kampf um Platz 6 und die Eintracht hat gute Ausgangsposition. Wenn Augsburg jetzt gewinnt, hast du 3 Punkte Vorsprung auf die. Aber ich glaube, dass die Gegner um Platz 6 machbar sind. Auch wenn das Restprogramm nicht leichter wird, weil du jetzt 1 von 2 Heimspielen hintereinander schon hattest. Ich warne nur davor, einzuschlafen und jetzt wieder dieselben Leiern rauszuholen wie unbequemer Gegner. Nein, ich verlange jetzt, nicht, dass Jantar das Spiel gewinnt, weil es ist jetzt leider zu spät. Aber bitte, bitte, ärgert euch endlich mal authentisch darüber, dass das nicht funktioniert hat und erklärt mir nicht, warum das nicht funktioniert hat. Warum das vielleicht nicht funktioniert, weiß ich mittlerweile selber. Das ist auch immer die gleiche Leier von Day One an. Aber es muss jetzt langsam mal irgendwie eine eigene Unzufriedenheit in dieser Mannschaft zu erkennen sein. Ich habe keinen Bock, typische Diva am Ende der Saison zu sein und Platz 6 zu verspielen. Ich glaube, darum wird es jetzt einfach nur noch gehen. Mach dieses Ding zu. Mach das Ding einfach zu. Am Ende werden wir die Saison, glaube ich, alle nicht mehr zu 100% glücklich, aber muss es auch nicht sein. Zieht jetzt durch und keine Ahnung. Ja. Mach das Ding zu. Lasst ein Like da, schreibt die Kommentare. Mann! Mann!
Also dagegen ist Marc Weidenfeller, wenn er kriegt, ein Bewegungswunder. 1,9 Millionen hat er gekostet und hat nichts gebracht. Da musste man sich tatsächlich fragen, ob der irgendwie wirklich Fußballer war oder wo der hergekauft wurde. Den konntest du zu zweit im 16er umgrätschen, der ist aber weitergelaufen, wollte keinen Elfmeter. Ich weiß nicht mal, ob er selber gerade noch weiß, wo er spielt. Leute, wollen wir sagen, wir nehmen Fährmann, weil der kam zu einer Zeit, wo wir alle gedacht haben, er kann... Das finde ich nicht Fährmann.